إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Der Dienstag, da erklären wir die 40 Hadithe von Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Und wir neigen uns dem Ende zu, liebe Geschwister. Wir sind jetzt bei Hadith Nummer 33, walhamdulillah rabbil alamin. Heute reden wir über einen gewaltigen Hadith, der ein großes Urteil hat in der islamischen Religion. Al-Bayyinatu ala al-Mudda'in wal-Yamin ala man-Ankar. Das Erbringen der Beweislast obliegt dem Kläger und der Eid dem, der die Forderung leugnet. Wir erklären das inshallah. Macht euch keine Sorgen. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا إجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البياقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نخ ابن عباس رضي الله عنه دعا vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam berichtet, dass dieser sagte, wenn man den Menschen immer das geben würde, worauf sie Anspruch erheben, das heißt, wo sie behaupten, dass es ihr Recht ist, so würden die Leute die Güter der anderen und ihr Blut fordern. Aber das Erbringen der Beweislast obliegt dem Kläger und der Eid dem, der die Forderung leugnet. Ein Hadith Hassan, den Al-Bayhaqi rahimullah ta'ala und andere in dieser Form überlieferten. Und ein Teil davon findet sich in den beiden Sahih-Werken, bedeutet bei Al-Bukhari und Muslim. Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagte, dass dieser Hadith Hassan ist. Und dieser Hadith ist im Kern bei Al-Bukhari und Muslim überliefert. Nur nicht mit dem exakten selben Wortlaut, sondern statt Lakin al-Bayyinatu ala al-Mudda'i, was diese Überlieferung bei Al-Bayhaqi ist, im Sahih steht, Walakinna al-Yamin ala al-Mudda'i ali. Sondern vielmehr ist die Beweislast, oder er sagt, vielmehr ist sozusagen für den Kläger, dass er schwört und vielmehr ist der Schwur, das heißt, der soll zum Schwören gebracht werden, der angeklagt ist, werden das erklären, inshallah ta'ala. Der Islam hat alles geregelt, auch die zwischenmenschlichen Verhältnisse. Und wenn es Probleme gibt zwischen den Menschen, so richtet der Islam zwischen ihnen. Das heißt, wir dürfen nicht erwarten und können auch nicht erwarten, dass Allah uns selbst so überlassen hat. Warum? Weil es würde zu vielen Problemen zwischen uns kommen. Überlegen. Zwei Leute sind im Streit miteinander. Der eine behauptet etwas, und der andere verwirft diese Behauptung. Er sagt, das stimmt überhaupt nicht. Und so gibt es viele Fälle im Leben, wo jemand etwas behauptet und der andere sagt, das stimmt nicht, er hat kein Recht, er bekommt nichts von mir, ich bin frei und ich möchte mit dieser Person so handeln, dass er weiß, ich habe Recht und er hat Unrecht. Das passiert in sehr, sehr vielen Beispielen. Ein klassisches Beispiel, was ich euch nennen kann, ist, liebe Geschwister, dass zwei untereinander sich Geld ausleihen oder Tijara miteinander machen. So sagt der eine, wir haben eine Abmachung untereinander getroffen,
dass ich von ihm Geld zu bekommen habe. Ich habe von ihm Geld zu bekommen. Der andere sagt, nein, das haben wir überhaupt nicht abgemacht. Passiert sowas viel? Sehr viel. Oder sie haben ein Geschäft miteinander, einer sagt, er hat mir diesen und jenen Anteil versprochen. Und der andere sagt, das stimmt überhaupt nicht, da haben wir uns gar nicht darauf geeinigt. Klassische Beispiele, die passieren. Und hier hat die Religion einen Riegel vor was? Vor Al-Fawda geschoben. Das heißt, dass jeder letztendlich macht, was er will. Jeder behauptet. Und wenn derjenige, der behauptet, auch immer kriegen würde, das ist der Sinn vom Hadith, wenn er immer bekommen würde, was er behauptet, was würde passieren? Es würde viel Unheil in der Gesellschaft passieren. Bis zum Schluss sogar die Geschwister, die Leute, das Blut der anderen fordern würden. Daher hat der Islam diese Angelegenheiten zwischen uns geregelt. Fangen wir an, eine Angelegenheit zu erklären. Eine Person, und dieser Hadith ist sehr wichtig, im Babul Qadha. Babul Qadha ist das Richten. Und ein Richter, er ist auch nicht leicht. Es kommen zwei Leute zu ihm, die haben eine Abmachung miteinander getroffen, aber keiner von ihnen hat was? Ein Beweis. Jetzt, für wen richtet er und gegen wen richtet er? Das ist nicht leicht. Und Qadha, liebe Geschwister, das Richten, das ist sehr wichtig. Weil es kann sein, dass zwei Leute zu dir kommen und sagen, löst das Problem zwischen uns. Oder ein Mann hat ein Problem mit seiner Frau. Er behauptet etwas, sie verwirft das, was er behauptet. Das heißt, wir müssen hier die Regeln kennen, die der Islam uns vorgegeben hat. Und hier kannst du nicht irgendetwas behaupten und der Richter kann auch nicht sagen, nach meinem Gefühl, der hat Recht und der hat Unrecht. Nein. Sondern es gibt Regeln, die uns gesetzt wurden im Islam. Und zwar, zwei Leute haben einen Streit miteinander, weil sie eine Vereinbarung untereinander getroffen haben, von der der eine jetzt etwas wissen möchte und der andere sagt, ich habe keine Ahnung, was diese Vereinbarung gewesen ist. Was ist diese Vereinbarung? Einer hat dem anderen gesagt, schau mal, du wirst von mir so und so viel Geld bekommen, wenn dieses und jenes eintrifft. Und als das eingetroffen ist, ist er zu dem Mann gegangen, zu seinem Partner und hat ihm gesagt, ich möchte jetzt das Geld. Der Partner möchte jetzt das Geld. Und der andere sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, worüber du redest. Wir haben gar keine Vereinbarung. Muhammad kommt zu Bilal, er sagt ihm, ich habe mit dir vereinbart, dass ich so und so viel bekomme. Bilal sagt ihm, ich weiß gar nichts davon. War die Vereinbarung? War sie nicht. Und jetzt kommt der Richter und er richtet so, dass derjenige, dem das Recht gehört, nach unseren Regeln, Kriterien, Prinzipien auch für den Islam bzw. nach dem Islam gerichtet wird. Was passiert in dem Fall? Derjenige, der etwas behauptet, aus diesem allgemeinen Leben, ihm obliegt die Beweislast, was heißt das? Er muss was bringen, einen Beweis. Was gehört zu den besten Beweisen, die man erbringen kann? Zum Beispiel? Zeugen. Sehr. Ash-Shuhud. Ash-Shuhud ist ein hohes Gut. Deswegen, liebe Geschwister, und das erklären wir immer wieder, es ist kein Problem, dass ihr untereinander eine mündliche Absprache trifft. Aber mal gesetzt den Fall, einer vergisst, kann passieren oder nicht? Was ist dann? Was willst du dem Richter sagen? Beziehungsweise dem Imam sagen? Du hast keinen Beweis. Das heißt, wenn Zeugen da sind, dann haben wir schon mal einen Beweis. Was sind noch andere Beweise? Schriftliches Festhalten von Vereinbarungen. Sehr gut. Dass man schriftlich festhält, das war unsere Vereinbarung. Und hier kann er sich nicht mehr zurückziehen. Und bei den Zeugen, die natürlich im Islam angehalten wurden, dass sie niemals was bezeugen, die Unwahrheit, die Lüge. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
Allah Azzawajal, er ermahnt diejenigen, die nicht ein falsches Zeugnis abgeben. Bedeutet, in der einen Erklärung der Gelehrten, die nicht an den Feiertagen der Kuffar mitmachen, und in der anderen Erklärung, die nicht etwas Falsches bezeugen, wo sie Unwahrheit sprechen, wo sie die Unwahrheit sprechen. Das heißt, eine Person hat Zeugen, oder er hat eine schriftliche Vereinbarung, oder er hat etwas Ähnliches, womit er zum Richter kommen kann. Dieser ist natürlich was? Im Vorteil. Ohne Frage. Dieser ist im Vorteil. Bedeutet, diese Person, für ihn stehen die Zeichen bestens, dass er sein Recht erhält beim Qadi, beim Richter. In diesem Falle haben wir kein Problem. Auch bei einer mündlichen Vereinbarung, sagt der eine, wir haben das vereinbart, der andere sagt, wir haben das nicht vereinbart. So, jetzt gibt es aber keine Zeugen und nichts Schriftliches und nichts dergleichen. Was passiert jetzt? Wir haben gesagt, wer muss den Beweis erbringen? Derjenige, der Kläger, der behauptet. Kläger bedeutet der behauptet. Sultan sagt, ich krieg von ihm Geld, du bist der Kläger. Du bist der Kläger, du möchtest von dem so und so viel, aber er sagt nein. Dieser ist in der Beweislast, weil du behauptet hast, ich krieg von ihm so und so viel Geld. Was macht der Richter jetzt? Wenn er sieht, Sultan, der behauptet, ich habe so und so viel Geld von ihm zu bekommen, dann sagt der Richter zu Sultan, ja, gib mir deinen Beweis. Sultan sagt ihm, ich habe weder Zeugen noch Schriftliches festgehalten, noch gar nichts. Und derjenige, der verwirft, der zu Sultan sagt, du hast gar nichts von mir zu bekommen, dieser wird dazu aufgefordert, zu schwören. Zu schwören. Das ist Religion. Warum zu schwören? Wird einer, der etwas an Gottesfurcht besitzt, lügen über Allah? Und eine wunderschöne Überlieferung, liebe Geschwister, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde erlaubt, udhinali, mir wurde erlaubt, die Engel, die den Thron tragen, zu beschreiten. Und ihr wisst, von den Erden gibt es wie viel? Sieben in der Anzahl. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithla. Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von den Erden dieselbe Anzahl. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, der Fuß von so einem Thronträger, und wie viel sind sie? Acht. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِينَ ثَمَانِيَ. An diesem Tag, يَوْمُ الْقِيَامَ, tragen acht gewaltige Engel den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie groß sind sie? Der Prophet sallam sagte, mir wurde erlaubt, über sie zu berichten. Der Fuß von ihnen ist in der untersten Erde. Wissen wir, wie viele sieben Erden, wohin sie ragen? Allahu a'lam. Und er ist so groß, 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 groß. Erster Himmel, zweiter Himmel, zwischen einem Himmel und dem anderen sind 530 Jahre Unterschied. So groß, vierte, fünfte, sechste, siebente Himmel. Was kommt danach? Dann das Wasser und dann der Thron. Auf seiner Schulter ist der Thron. Sein unterster Fuß ist wo? Sein Fuß ist in der untersten Erde. Und auf seiner Schulter ist der kleine Geschöpf. So sagt, das ist eine Überlieferung. In einer anderen Überlieferung, die diese erweitert, sagt der Engel, Subhanak ma'a'zamak. Gepriesen seist du, ja Allah, wie gewaltig du bist. Und man sagt, Allah, die gewaltigsten Geschöpfe, die er ein Anrecht hätten zu sündigen
und er ein Anrecht hätten, sich zu widersetzen, was sagt der Engel? Gepriesen seist du, wie gewaltig du bist. So antwortet Allah Azza wa Jal auf diesen Engel: Das weiß nicht jemand, der über mich in Lüge schwört. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das weiß nicht jemand, das heißt, der kennt nicht meine Gewaltigkeit, der über mich in Lüge schwört. Der weiß nicht, was ich mit ihm machen werde, Yawmul Qiyamah. Und das Schwören auf Allah subhanahu wa ta'ala in Lüge nennt man Al-Yamin Al-Ramus. Das bedeutet, der Schwur, der einem sozusagen eintauchen lässt. Wo eintauchen lässt? In Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren. Wer auf Allah Azza wa Jal in Lüge schwört, in Lüge, so wird er eingetaucht in Jahannam. Aber die Gelehrten machen einen Unterschied. Die sagen, das bezieht sich auf das Vergangene, nicht auf das Zukünftige. Einer sagt zum Beispiel, Wallahi, ich werde verreisen. Ich werde diese Stadt verlassen. Er schwört. Aber er verreist dann nicht. Was ist seine Aufgabe? Eine, was zu leisten? Eine Kaffar. Wie sieht sie aus? Entweder 10 Arme speisen oder 10 Arme bekleiden oder 3 Tage fasten. Was nutzen die Leute als erstes gleich? 3 Tage fasten. Einer hat mich einmal zum Essen eingeladen. Ich habe ihm gesagt, ich bezahle. Er sagte, nein, nein, ich bezahle. Bei Allah, ich bezahle. Ich habe ihm gesagt, nein, ich bezahle. Subhanallah, du bist mein Gast, ich lade dich ein. Er sagt, nein, ich bezahle, sonst muss ich jetzt 3 Tage fasten. Ich habe ihm gesagt, nein, 10 Arme bekleiden. 10 Arme speisen. Die denken, das ist Tartib, das ist Reihenfolge. Das heißt, wenn du nicht 10 Arme speisen kannst und nicht 10 Arme bekleiden kannst, dann erst kommt als letzte Option was? 3 Tage fasten. Wenn man auf Zukunft schwört, ich wollte verreisen, oder einer sagt, Wallahi, ich werde mit dieser Person nicht mehr sprechen. Ich werde mit Walid nie wieder reden. Eines Tages Walid kommt zu mir und sagt, ich habe gehört, du willst heiraten, ich habe da eine für dich. Wallahi, ich werde wieder mit dir reden. Dann redet man wieder mit ihm. Was ist meine Aufgabe hier? Kafaratul Yamin. Das heißt, Walid, 10? 10 Arme speisen, 10 Arme bekleiden, 3 Tage fasten. Aber man soll das nicht zum Spaß machen, ja? Manchmal, aus Emotion heraus, schwört man. Warum? Man will etwas betonen. Oder man will selber sich dazu bringen, eine Sache zu unterlassen. Einer sagt zum Beispiel zu seiner Frau, Wallahi, ich werde dich scheiden. Aber hat er sie geschieden? Er redet über was? Über Zukunft. Im Islam, wenn du nur die Absicht hast, deine Frau zu scheiden, ist sie geschieden? Nein. Zum Beispiel, die sitzt dir gegenüber und du guckst sie an. Du wirst schon sehen. Du redest mit dir selber. Oh, so bitte. Du wirst schon sehen. Lach mal. Ist sie geschieden? Nein. Du musst was sprechen? Die Scheidung. Und wenn du dich nicht traust, dann mach das schon das Telefon und verlass die Stadt. In Ägypten, die Frauen sagen zu ihren Männern, die Frauen sind stark da. Wenn du ein Mann bist, scheide mich. Da laufen die Frauen teilweise mit dem Messer hinter dem Mann her. Also die ägyptischen Frauen sind bekannt. Jeder kriegt das, was er möchte. Das bedeutet, liebe Geschwister, wenn du schwörst, du willst zukünftig eine Sache machen, aber hast sie bis jetzt noch nicht gemacht, dann brichst du das, dann darfst du, dann musst du was leisten, eine Kaffar. Aber jetzt, einer kommt zu dir und sagt dir, weil es einen Streit zwischen dir und deiner Frau gab, sie hat behauptet, du hast Unzucht begangen. Du sagst ihr, bei Allah, ich habe das nicht gemacht. Weiß er hier bestens Bescheid über die Situation, ja oder nein? Ihr weiß er bestens Bescheid. Wir reden jetzt über was? Über Zukunft oder Vergangenheit? Über Vergangenheit. Er weiß darüber Bescheid. Er sagt, nein, bei Allah, ich habe das nicht gemacht. Und das machen viele, ja? Mit so einem Bart. Möge Allah so schön diesen Leuten Gottes vorstehen. Dann sagt er, ich habe das nicht gemacht. Das ist was? Ramus.
Dieser wird was in Jahannam eingetaucht und dann wieder herausgenommen. Das ist die Strafe für jemanden, der auf Allah in Lügen schwört. Und heutzutage schwören die Leute viel in Lügen. Denk mal an die Händler. Der sagt dir, Wallah, ich habe dir den Preis gegeben, den ich selber bekommen habe. Der hat 500% an dir gemacht. Aber er sagt dir was? Ich habe den Preis bekommen, ich habe den Preis selber so bekommen, den ich dir jetzt auch weitergebe. Aber der lügt oder nicht? Der lügt. Wallahi, mit dem Produkt ist nichts. Denkt man nur an die Autohändler. Was ist mit dem Auto? Aber richtig. Dieses, liebe Geschwister, ist ein Schwur, der ein Wo einbringt in Jahannam. Wie heißt dieser Yamin? Ramus. Warum? Weil er bringt denjenigen, der geschworen hat, in Lüge dazu, dass er in Jahannam hereingetaucht wird. Möge Allah uns davor bewahren. Der, der behauptet, hat keine Beweise. Der andere wird jetzt dazu gebracht, über den behauptet wird, wo man sagt, ich krieg von ihm Geld, der sagt, nein, du kriegst von mir kein Geld, dieser muss jetzt was? Schwören. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er schwört oder er schwört nicht. Der beste Fall ist natürlich, dass er sagt, wenn er Gottesfurcht hat, ich schwöre nicht, ich gebe es zu. Dann ist die Sache klar. Die Richter, der Richter hat hier ein leichtes Spiel. Aber ist das so oft der Fall? Nein. Gerade wenn keine Zeugen, keine Vereinbarung nicht sind, was ist natürlich dann schwer zu wissen, wer der ist, der Recht hat und wer nicht. Es gibt Gründe, warum er nicht schwören kann. Einen haben wir, oder warum er nicht schwören wird. Einen haben wir genannt. Das ist der beste Fall, dass er zugibt, dass das es stimmt, die Vereinbarung, und dann wird der Richter dementsprechend richten. Was gibt es für Gründe, dass er nicht schwört? Das muss nicht immer mit einer bösen Absicht sein. Nein. Ich habe die Vereinbarung vergessen. Sehr gut. Eine Person hat vergessen. Er sagt, eigentlich weiß ich nichts von einer Vereinbarung. Aber ich möchte nicht schwören, denn es kann sein, dass ich vergessen habe. Oder es kann sein, dass mir irgendetwas entfallen ist. So schwört er nicht und sagt, gib ihm Recht. Reden wir hier von einer Person, die Allah fürchtet? Natürlich. Hat er hier eine schlechte Absicht gehabt? Überhaupt nicht. So, aber eine Person, er schwört jetzt nicht. Eine Person, er schwört jetzt. Und er schwört wie? In was? In Lüge. Dieser ist es, der zweimal verlieren wird. In der Dunya und in der Nacht. Warum? In der Dunya, wen hat er sein Recht genommen? Dem Menschen. Er hat ihm das Recht genommen. Und aufgrund dessen, weil er in Lüge geschworen hat, bekommt jemand nicht sein Recht. Er ist verhindert, sein Recht zu bekommen, weil der andere gelogen hat. Aber guck mal unsere Religion. Wenn dieser schwört, ja, und es gibt keine Beweise, und derjenige, der behauptet, stimmt nicht, er schwört, der Richter wird ihm was? Recht geben. So ist unsere Religion. Er gibt ihm Recht. Aber wird er die bitteren Konsequenzen tragen bei Allah Azza wa Jalla? Ja. Wallahi, die sind bitterer als bitter. Er hat Recht. Er bekommt Recht. Obwohl er ein Lügner, ein Betrüger ist. Er bekommt Recht. Warum? Weil er geschworen hat. Weil wir gehen niemals als Muslime davon aus, dass jemand schwört, während er lügt. Wir haben den Hadith gehört. Was sagt der Engel? Subhanak ma'a'zama. Gepriesen seist du, der du keine Fehler hast. Wie gewaltig du bist. Was sagt Allah Azza wa Jalla? Das weiß nur, wer weiß das? Das weiß nicht jemand, der über mich in Lüge schwört. Der kennt nicht meine Gewaltigkeit. Würde er sie kennen, würde er schwören in Lüge? Niemals. Das ist das Prinzip. Es gibt viele Männer, Wallah al-Azim, der hat Waswas und denkt, dass seine Frau irgendwelche Affären hat. Kennt ihr solche Männer? Der hat Waswas. Der sitzt neben ihr, die telefoniert bei den Bruders, ja?
Sagt, mit wem redet sie? Dann tut er so, als ob er was von ihr will. Der will nur näher kommen, um zu hören, ob das eine Männerstimme ist oder nicht. Der muss was, die ganze Zeit. Der guckt ihr Handy 10-mal am Tag durch. Und subhanallah, sie ist eine tugendhafte Frau, sie hat nie was gemacht. Warum sollst du davon ausgehen, dass sie was gemacht hat? Nein. Das heißt nicht, dass es keine Frauen gibt von der anderen Sorte, die gibt es. Aber ich meine, du kennst jetzt deine Frau. Du weißt, wer sie ist. Du weißt, wo sie hingeht, du weißt. Und wo ist das Problem? Warum misstraust du dieser Frau und dieses ist verboten? Diese falsche Eifersucht ist verboten. Jeder hat eine gesunde Eifersucht, die dürfen wir haben, die müssen wir haben. Die Religion hat es uns vorgegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass man eifersuchtslos für seine Familie ist. Und er sagte sogar, dass derjenige, wo reinkommt, in das Höllenfeuer. Aber was heißt jetzt eine gesunde Eifersucht? Dass du ihr Handy 10-mal am Tag durchguckst und du hast keinen Grund dazu? Nein, das ist keine gesunde Eifersucht. So. Dann der bekommt was und was und was, bis er sagt, bei Allah, du hast irgendwas gemacht. Jetzt hat er etwas behauptet. Jetzt kommen die beiden zu dir. Hussam, wie richtest du zwischen ihnen? Das ist der erste. Der Mann sagt, die hat was gemacht. Du bist jetzt Richter Hussam. Al-Qadi Hussam. Was wirst du verlangen? Dass sie beweisen. Er soll beweisen. Wer soll beweisen? Die Frau, der Mann? Der Mann. Hat er Beweise? Was ist sein Beweis nach seiner Ansicht? Die Vermutung. Ja, ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'd adh-dhanni ithm. Wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Schaut mal, subhanallah, wie das aufgebaut ist, diese Ayah. O ihr, die ihr glaubt, vermeidet häufige Vermutung. Denn einige dieser Vermutungen sind Sünde. Und das ist eine große Sünde, wenn du über deinen Bruder oder deine Schwester etwas vermutest, was nicht stimmt. Wie Al-Haythami rahimahullah ta'ala sagte, das gehört zu den Kabair, zu den großen Sünden. Zu den großen Sünden. Was passiert jetzt? Guck mal, subhanallah, wie die Eier aufgebaut ist. O ihr, die ihr glaubt, vermeidet häufige Vermutungen, denn einige dieser Vermutungen sind Sünde und spioniert nicht. Was wird jemand machen, der jetzt Vermutungen hat? Als nächsten Schritt? Spionage. Während sie auf Toilette ist oder irgendwas, guckt er schnell ihr Handy durch. Erlaubt? Verboten. Du darfst nicht einfach von irgendjemandem, du darfst nicht einfach irgendjemanden nachspionieren. Das ist verboten in unserer Religion. Verboten. Okay? Das sagen wir auch den Spionen, die in der Moschee sitzen. Osama, wir sind noch bei dir. Wem willst du eigentlich recht geben? Der Frau oder dem Mann? Also erstmal nach Beweisen oder Zeugen. Erstmal fragst du den Mann, was sind seine Beweise? Er sagt, ich habe keine Beweise. Zeugen? Ich glaube, hätte er Zeugen, wäre sie schon tot. Aber auf jeden Fall. Wir reden, er hat keine Beweise. Was ist jetzt nächster Schritt? Dass er schwört. Ah. Dass sie schwört. Was? Im Islam, derjenige, der einer keuschen Frau nachsagt, dass sie etwas gemacht hat, was unrein ist, oder ja, was schlimm ist, Fahisha, wie oft kriegt der Peitschenhiebe? Hm? Wie viel Peitschenhiebe bekommt er? 100. Das ist der Sani. Der Sani bekommt 100. 80. Und seine Shahada wird nicht mehr angenommen bei Allah Azza. Nicht Shahada, la ilaha illallah Muhammad, sondern Shahada, was meint ihr Shahada? Seine Zeugen aussagen, wird nicht mehr angenommen, weil er was ein Lügner ist. Das ist der eine Fall im normalen Leben. Es gab Handel zwischen zwei Leuten, es gab einen Vorwurf zwischen zwei Leuten, dann muss der Qadi richten. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die ist in As-Sahihain. Von Suleiman alayhi salatu wassalam. Da gab es zwei Frauen, die jeweils ein Kind hatten. Und der Wolf kam und hat ein Kind gefressen von den beiden Kindern. Dann hat die eine Frau behauptet, das Kind gehört mir. Und die andere hat gesagt, nein, das Kind gehört mir. Die eine war alt, die andere war jung. Und
so haben sie nicht sich geeinigt. Und Suleiman alayhi salatu wassalam hat eine wunderschöne Richtermethode an. Ein Richter, liebe Geschwister, der braucht nicht nur theoretisches Wissen, er braucht Firasa. Das heißt, er braucht sozusagen Weisheit, Feingefühl. Und wenn Allah dich lenkt, dann subhanallah, schaut mal, wie Suleiman alayhi salatu wassalam das gemacht hat. Als er gesehen hat, keine lässt ihr recht, dann hat er befohlen, dass ihm ein Messer geholt wird. Dann hat er gesagt, ich werde jetzt das Kind in zwei Stücken schneiden. Die eine Große sagte, kein Problem, mach das. Und die Jüngere sagte, gib ihr das Kind. Dann wusste er, wem gehört das Kind? Der Jüngeren. Weil eine jüngere Mutter, weil eine Mutter niemals was zulassen würde, dass mit ihrem Kind etwas gemacht. Guck mal, subhanallah, schaut mal seine Methodik, die nach außen wie aussah brutal. Aber was war das Ergebnis, dass er gewusst hat, wem dieses Kind gehört? Oder der Richter, wo die Frau von Aziz behauptet hat, dass Yusuf a.s. sie angefangen hat. Was hat er dann befohlen? Was hat er gesagt? Wie kriegen wir heraus, dass Yusuf der Täter war oder die Frau hat gelogen? Ob sein Hemd vorne zerrissen ist? Selbst. Ob sein Hemd vorne oder von hinten? Weil, wenn vorne, dann ist klar. Das heißt, es gab eine direkte Konfrontation. Das heißt, er könnte etwas gemacht haben. Aber wenn es von hinten war, dann ist sie ihm hinterhergelaufen. Und subhanallah, es war so gewesen. Das heißt, der Richter, der braucht Weisheit. Der braucht ein Feingefühl, wie er richtet, liebe Geschwister. Aber ist das jetzt in allen Belangen so? Nein. Einer kommt und sagt dir, das ist haram für dich zu essen. Du hast irgendwas, was du essen möchtest. Er sagt, das ist haram für dich zu essen. Wer muss hier den Beweis bringen? Wer muss hier den Beweis bringen? Na, der das behauptet. Warum? Alles im Leben ist für uns erlaubt, bis es einen Beweis gibt, der dagegen spricht. Das heißt, er darf dir nicht etwas verbieten, bis er einen klaren Beweis hat. Zum Beispiel, er sagt, du darfst nicht beim Chinesen essen. Ist das richtig, was er sagt? Beim Chinesen darfst du kein Fleisch essen. Ist das richtig, was er sagt? Ja. Natürlich, ist richtig. Weil du darfst nicht von Muschrikin Fleisch essen. Du darfst nicht von ihnen Fleisch essen. Wir dürfen nur von wem Fleisch essen? Von Ahlul Kitab. Okay? Oder heute ist ja auch diese neue Fatwa, Supermarkt-Fatwa. Immer bereit, den Leuten ihr Recht zu geben, möge Allah so für uns bewahren. Das heißt, sie geben was? Sie geben eine Fatwa, das Fleisch im Supermarkt ist halal. Und wer kauft vom Supermarkt Fleisch? Nur derjenige, der 1 oder 1,50 Euro sparen möchte. Und er verdreht die Religion nur, um von dort Fleisch zu kaufen. Das Fleisch bei Aldi halal, das Fleisch bei Rewe halal, bei McDonalds halal, jeder weiß das. Aber einer sagt, es ist haram, dort zu essen, der hat recht. Warum? Weil wir wissen, dass es Bedingungen geben muss, wenn jemand geschlachtet hat, wenn jemand Fleisch essen möchte. Einmal, dass wer geschlachtet hat? Ein Muslim oder Jude oder ein Christ. Reicht das? Nein. Jetzt zweite Bedingung. Nein. Muss geschlachtet sein. Das heißt, die beiden Halsschlagadern müssen durchtrennt worden sein und das Blut muss ausgeflossen sein. Dann sprechen wir von Halle. Aber jeder behauptet heute alles Halle. Und das ist nicht erlaubt. Wenn es Sachen aus dem Leben sind, kann dir keiner sagen, das ist verboten, bis er einen Beweis bringt. Weil alles im Leben ist erlaubt, bis es einen Beweis in der Religion gibt, der dieses nicht erlaubt. Anders in der Ibadah. In der Ibadah sagt Allah Azza wa Jal, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Gibt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Einer sagt, du darfst so nicht beten. Oder er sagt, du musst so beten. Jetzt brauchen wir
von dem, der das sagt, was? Einen Beweis. Warum? Weil jeder, der in der Religion etwas hereinbringt, braucht einen Beweis. Überlegt mal, jeder würde in der Religion machen, was er will. Hätten wir dann noch eine Religion? Und schaut mal, guckt bei den anderen, bei den Juden, Christen, haben sie eine einheitliche Religion? Weil jeder zum Schluss irgendeine Meinung hat, irgendeine Vorstellung hat. Und im Islam ist das verboten. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. Wa akmaltu alaykum ni'mati. Und ich habe meine Gnade an euch vervollständigt. Wa raditu lakum al-Islam dina. Und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Die Angelegenheit ist vorbei. Die Ayah ist herabgesandt. Niemand darf etwas hereinbringen in dieser Religion. Und wenn du sagst, du musst so beten, dann brauchst du einen Beweis. Das Fasten geht so, du brauchst einen Beweis. Du musst so und so viel Zakat bezahlen, du brauchst einen Beweis. Das ist unsere Religion. Weil wir schützen unsere Religion. Jetzt haben wir verschiedene Gebiete abgehandelt. Zum einen, das ist im normalen Leben, zwischenmenschlichen Leben, Behauptung gibt und Widerspruch gibt. Hier haben wir gesagt, was? Man muss was erbringen, einen Beweis. Wenn man den Beweis nicht hat, derjenige, der das abstreitet, muss schwören. Muss schwören. Wenn es aber um Essen, um Trinken, um Kleidung, um Schlafen geht, alles ist erlaubt, bis es einen Beweis gibt, der dagegen spricht. Das sind Regeln, lernen Sie, liebe Geschwister. Und so kommen viele Probleme zwischen den Leuten, weil einer sagt dir zum Beispiel, besprechen wir noch schnell die letzte Gruppe, und bei der Ibadah, wenn es um Religion geht, dann ist alles verboten, bis du einen Beweis hast. Weil heutzutage kommt einer und macht eine Bid'ah. Du sagst ihm, das ist verboten. Er sagt dir, bring du deinen Beweis. Falsch. Das ist falsch, bitte achtet darauf. Einer feiert den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du sagst ihm, das ist nicht erlaubt. Er sagt dir, das ist erlaubt. Wer muss den Beweis erbringen? Der sagt, das ist erlaubt. Weil was haben wir gesagt? Alles in der Ibadah ist verboten, bis man einen Beweis hat. Hat er einen Beweis für den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Hat er. Und so sind die Regeln. Und wer versteht das? Nur Leute, die etwas Ahnung von der Religion haben. Aber ansonsten seht ihr die ganzen Diskussionen, Streitpunkte. Hätten die etwas Ahnung von diesen Grundlagen, würde es nicht so viele Diskussionen geben. Du kannst jemandem im Leben nicht irgendetwas als verboten erklären. Allah hat im Leben allgemein alles erlaubt, bis es einen Beweis gibt, der diese Sachen verbietet. Zum Beispiel, darfst du geschlachtetes Rindfleisch essen? Geschlachtetes Hühnchenfleisch essen, geschlachtetes Putenfleisch essen, geschlachtetes Entenfleisch essen. Du darfst das alles essen. Okay. Aber jetzt darfst du ungeschlachtetes Rindfleisch essen, ungeschlachtetes Putenfleisch, ungeschlachtetes Hähnchen. Nein, das ist verboten. Und hier, subhanallah, sehen wir, wie wunderschön unsere Religion ist. Nicht geschlachtet, haram. Aldi-Produkt. Jetzt nicht wegen Aldi. Also das Label oder Mark, sondern weil klar, die haben es nicht geschafft. Und du bist subhanallah. Alhamdulillah. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, liebe Geschwister. Deswegen, Allah azza wa jalla sagt, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ. Und diejenigen, die ungläubig sind, sie genießen und sie essen. Ist Genießen und Essen verboten in der Religion? Es ist nicht verboten. Aber was machen sie? Sie genießen und essen auf eine? Was ist ihr Genuss? Ihr Genuss ist das Höchste für sie. Sie beten Allah nicht an. Sie folgen nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie wollen nichts von der Religion erfahren. Sie sind nicht dankbar gegenüber ihrem Schöpfer, der ihnen alles gegeben hat. In dieser Welt zählt nur was für sie? Der bloße Genuss. Der andere glaubt an Allah, er folgt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er genießt, wenn er will, wie er will.
und er wird was? Belohnt. Das ist der Unterschied. Deswegen in Bab al-Qada, im Buch des Richtens, ist dieser Hadith ein sehr, sehr wichtiger Hadith, liebe Geschwister. Und jeder, der etwas behauptet, der muss den Beweis erbringen. Ansonsten haben wir Chaos und jeder wird zum Schluss sich das nehmen wollen, was er behauptet hat. Und das geht nicht. Wir haben hier eine Regel davor geschoben, sondern vielmehr ist das so, dass wir Bedingungen haben und dann sehen wir, wer recht hat und wer nicht recht hat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na, dann haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. Wenn der Kläger keinen Beweis hat, aber beide schwören, wird trotzdem den Angeklagten Recht gegeben? Ja, die Sache ist ja so, wer behauptet, der muss den Beweis erbringen. Das heißt, die Beweislast lastet auf ihm. Lastet auf ihm. Und der andere muss dann schwören, in diesem Fall. Na, und wenn man sieht, okay, der hat geschworen, dann lässt man die Sache für Allah. Also das ist dein Recht, was du bekommen wirst in der Dunya. Und er wird auch noch Yawm al-Qiyamah dafür zur Rechenschaft gezogen. Na, passt auf, bitte, nur diesen Punkt, Klammer auf, Klammer zu. Einer schwört, er ist sich gewiss, dass es so ist. Aber im Nachhinein stellt sich heraus, er war falsch. Kriegt er dieselbe Strafe? Na? Nein. Einer schwört beim Gericht. Er sagt, Wallahi, ich habe das nicht mit ihm vereinbart. Dann so nach Tagen sitzt er und er sagt, Subhanallah, ich glaube, ich habe mich gehört. Er sagt, Astaghfirullah wa atubu ilayk. Gehört er dazu? Der gehört nicht dazu. Schaut mal, wie unsere Religion ist. Subhanallah. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah wird euch nicht zur Rechenschaft für etwas ziehen, was ihr unbedacht gemacht habt. Allah wird euch dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Vielmehr wird er euch zur Rechenschaft ziehen für was? Was eure Herzen beabsichtigt haben. Das ist der Unterschied. Und diese Regel gilt in den Bereichen der Religion. Na, tafadhal. Wie ist das, wenn ich zum Beispiel jemandem Geld ausleihe und ich habe das nicht schriftlich festgelegt? Begehe ich dann eine Sünde? Wenn jemand jemandem Geld gibt und er macht keine schriftliche Vereinbarung mit ihm, sondern nur eine mündliche Vereinbarung, begeht man eine Sünde? Nein, du begehst keine Sünde. Aber pass auf, du begehst keine Sünde, aber erstens, das Aufschreiben ist was? Sunna oder nicht? Sunna. Ist Sunna. Zweitens, wenn es irgendwann zu Problemen zwischen euch kommt, weil du auch nichts geschrieben hast und nichts festgehalten hast, du machst Dua gegen diese Person, so wird der Dua nicht über deine Ohren hinwegkommen. Warum? Weil du selber schuld warst. Weil du selber schuld warst. Daher, und ich empfehle das, auch wenn es ein guter Bruder von dir ist, macht einen Vertrag. Außer jemand, der ist wie Fleisch und Blut für dich. Ja, nee, du sagst, da brauche ich nicht drüber zu reden. Aber ansonsten, empfehle ich wirklich, dass man das aufschreibt. Okay? Wallahu ta'ala ala wa a'la. Tafadhal. Es wird gefragt, Allah ist über dem Thron und über dem Thron existiert keine Zeit und kein Ort. Ist diese Aussage richtig? Diese Aussage, dass Allah azawajal über dem Thron ist, das ist klar. Das ist Ijma' von Ahlus Sunnah wal Jama'a, wie Imam al-Dhahabi rahimullah ta'ala in seinem edlen Buch Al-Ulu beschrieben hat. Das ist Konsens von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Alle Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a stimmen darin überein, dass Allah azawajal über seinem Thron ist. 6 Ayat gibt es im Koran. Thumma stawa ala Arsch. Daraufhin hat er sich über den Thron erhoben und die Überlieferung von Ibn Mas'ud radiallahu anhu bei Ibn Husayma und bei Abu Dawud, und davon gibt es authentische und nicht authentische Überliefererketten. Die authentische Überliefererkette ist, dass Ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, Al-Arschu fauqa al-ma, wallahu fauqa dhalik. Der Arsch, der Thron ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron, subhanahu wa ta'ala. Und von anderen Sahaba haben wir ebenfalls diese Überlieferung.
Die Sache ist, das ist klar, bei den Gelehrten. Aber jetzt die Aussage, Allah existiert ohne Raum und Zeit. Frage, wer hat das gesagt von den Salaf? Wer? Sie werden dir keinen Beweis bringen von irgendeinem der Salaf, der das gesagt hat. Dann die Frage, wenn diese Leute das nicht gesagt haben, was soll gut daran sein? Was soll gut daran sein? Waren sie nicht die Wissendsten? Ja oder nein? Sie waren die Wissendsten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Überlieferung bei Bukhari und Muslim, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Die Besten sind in meiner Generation. Wer waren sie? Abdurrahman Habibi. Die Besten sind in meiner Generation. Dann die ihnen folgen und die ihnen folgen. Das sind die drei besten Generationen. Wer das anzweifelt, a'udhu billah. Dann jetzt die Frage. Wer hat dieses gesagt? Allah existiert ohne Raum und Zeit. Und die haben ja auch eine Schallplatte irgendwann daraus gemacht, damit sie das selber... Ich meine, für uns ist doch klar, Allah Azza wa Jalla Subhanahu, er ist über dem Thron. Der Thron ist das größte Geschöpf. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jalla, wenn wir über Allah sprechen, gibt es irgendein Geschöpf? Wenn Allah über dem Thron ist, was ist da, wo Allah Azza wa Jalla ist? Gibt es da irgendein Geschöpf? Nein. Nichts. Und deswegen diese Aussage ist belanglos, weil wir haben keine Vorreiter dafür, die dir das gesagt haben. Nein, folgt. Es wird gefragt, von der Zeit von Mahdi, ob mit normalen Waffen gekämpft wird oder mit modernen? In der Zeit von Mahdi wird mit normalen Waffen gekämpft oder mit modernen? Schaut mal, liebe Geschwister, es gibt Fragen, die sind sinnlos. Und das ist eine davon. Und ich sage das ganz ehrlich. Was ist jetzt für uns wichtig? Ich meine, wird jetzt mit einer AK geschossen? Oder mit einer BK? Oder mit einer BKK? Interessiert das? Das sind nicht Sachen, die den Iman stärken. Oder dein Iman bestätigen. Deswegen unterlässt man solche Fragen. Na, Wallahu ta'ala ala. Wie ist das, wenn zum Beispiel einer sagt, du hast Anrecht an meinem Erbe, an einem Teil, und diese Person stirbt und er hat das nicht schriftlich festgelegt. Hat er trotzdem die andere Person... Das ist kompliziert. Ja. Das ist kompliziert. Erbe ist kompliziert. Erbe ist eines der schwersten Themen im Islam. Das braucht viel, viel Wissen. Nein. Deswegen, nein. Es wird gefragt, wie man großen Schirk bereut, sozusagen. Also was ist zu tun, wenn man großen Schirk begangen hat? Wie sieht da die Reue aus? Wie sieht die Reue aus von jemandem, der großen Schirk begangen hat? Das ist, dass er dieses im Herzen fest bereuen muss. Und dass er dieses ab sofort unterlassen muss. Und dass er nie wieder dahin zurückkehren darf. Wenn er das verinnerlicht, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah wird ihm verzeihen, was er sogar an Schirk gemacht hat. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Surat Az-Zumar, O meine Diener, sagt Allah Azza wa Jalla, die ihr maßlos gegenüber euch selbst gewesen seid, indem ihr so viel gesündigt habt, bis diese Sünden die Wolken erreicht haben, verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt die Sünden allesamt. Er ist der Allvergebende, der Barmherzige, subhanahu wa ta'ala. Na, tafadda. Eine Person, die hat früher oft gelogen, also geschworen und dann nicht dran gehalten, aber er weiß nicht, wie oft es war. Eine Person hat damals in Lüge auf Allah Azza wa Jalla geschworen. Was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist, dass er diese Sachen macht, die wir gerade besprochen haben. Das heißt, dass er richtig bereut. Nummer zwei, dass er viel an guten Taten zusätzlich macht, damit er Allah Azza wa Jalla auch beweist, dass er ab jetzt einen Sinneswandel hat, dass er ab jetzt einen neuen Weg, einen Weg der Rechtleitung eingeht, bi'idhnillah ta'ala, dass er von Allah Azza wa Jalla die volle Barmherzigkeit zuteil bekommt. Na. Ich habe eine Frage auch wegen dem Erben, aber die sind schade nicht kompliziert. Wenn jemand nur nicht Muslime hat in der Familie und kann ich einem Bruder, also kann man einem Bruder alles vererben, dass man der Familie immer nichts geben? Ein Bruder fragt, er möchte zum Beispiel seine Besitztümer, wenn er stirbt, er will das dann an einen Bruder geben. Wie ist die Sache?
ein Muslim darf nicht von einem Nicht-Muslim beerbt werden und ein Muslim darf einen Nicht-Muslim nicht vererben. Okay? Ein Muslim darf nichts an einen Kafir vererben und umgekehrt genauso. Okay? Allahu ta'ala ala wa a'lam. Es wird gefragt, ob man nach Mekka einreisen darf, wenn man auf dem Pass keinen muslimischen Namen hat, aber Muslim ist. Und gleichzeitig wird auch noch gefragt, ob man mit dem Geld, also ob man das Geld verwenden darf, das der Mann dann in einem Shisha-Café zum Beispiel verdient hat. Die Frage von einer Person, darf man in Mekka einreisen, wenn man keinen muslimischen Namen hat, aber man ist Muslim? Ja, die werden von dir aber was verlangen? Eine Bescheinigung, dass du die Shahada gesprochen hast. Das ist das Erste. Das Zweite, jemand gibt mir Geld und er hat ein Shisha-Laden. Ist es erlaubt von diesem Geld, ist es erlaubt mit diesem Geld die Umrah zu vollziehen? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, ob eine Ibadah gültig ist, wenn sie von Haram-Geld vollzogen wurde. Es gibt eine Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu arda, dass derjenige, der die Hajj mit Haram-Geld macht, so ist seine Hajj, derjenige, der Haram-Geld verdient, so wird sein Gebet nicht angenommen. Und diese Überlieferung hat Imam al-Ghazali in seinem Buch Ulum Ihya al-Din aufgeführt. Ein Teil der Gelehrten sagt, derjenige, der Haramgeld verdient und er macht Ibadah, das heißt, er fährt zum Beispiel mit dem Haramgeld zum Hajj. Bei einigen Gelehrten ist sein Hajj ungültig. Und das ist auch eine Aussage von Imam Ahmad, rahmatullah alayh. Und bei den anderen Gelehrten ist der Hajj zwar gültig, aber er ist was? Ein Sünder. Was hat das Ganze mit Shisha-Laden zu tun? Ja, Shisha ist haram. Shisha ist noch schlimmer als Zigarette. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Tötet euch nicht selbst, Allah ist barmherzig zu euch. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Stürzt euch nicht mit euren Händen ins Verderben. Allah liebt die Gutes tun. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لَا ضَرَّ وَلَا ضِرَّ. Man darf keinen Schaden zufügen und sich gegenseitig keinen Schaden zufügen. Du darfst auch dir keinen Schaden zufügen. Insofern, die Shisha, die normale Shisha, ohne dass Leute jetzt ihre besonderen Rezepte reintun, ihr versteht schon, was ich meine. Wir haben ja immer so kleine Rezepte in Alufolie in der Tasche. Dieses, darüber reden wir gar nicht. Wir reden nur über die normale Shisha. Die ist 50 bis 60 Mal schlimmer als eine normale Zigarette. Und deswegen die Fatwa von dem großartigen Mufti Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, ist, dass dieses verboten ist und nicht in Anspruch genommen werden darf. Das heißt, wenn dein Mann zum Beispiel einen Shisha-Laden hat, dann darfst du nicht das Geld dafür nehmen und deine Hajj oder deine Umrah damit machen. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Es wird gefragt, wenn ich weiß, dass mein Nachbar von mir den Grill ausgeliehen haben will, aber er darauf Haramfleisch. Ja, einer, der hat, ein Nachbar möchte einen Grill von jemandem haben, aber er macht Haramfleisch da drauf. Was heißt Haramfleisch? Klar Haramfleisch? Oder wenn es klar Haramfleisch ist, dann schickt er ihn zu Ikea, da einen günstigen Grill für 7,90 Euro zu kaufen. Es wird gefragt, ob man Geschenke von Freunden an seinem Geburtstag annehmen darf, auch wenn man selber keinen Geburtstag feiert. Eine Person, er bekommt Geschenke zu seinem Geburtstag. Nimmt er die an? Nein, er nimmt sie nicht an. Er nimmt sie nicht an und erklärt den Leuten, warum er es nicht an. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Wenn man einige Gebetseinheiten, also im Gemeinschaftsgebet verpasst, dann muss man sie ja nachholen. Und wenn man die im Gebet nachholt und Fehler macht im Gebet, muss man dann die Vergesslichkeitsüberprüfung machen? Oder? Welche Fehler? Pflichten.
Wenn man eine Pflicht vergisst im Gebet, muss man die Vergesslichkeitsniederwerfung machen? Nein, man macht die Vergesslichkeitsniederwerfung bei einer Pflicht. Was sind Pflichten im Gebet? Was sind Pflichten im Gebet? Nein, Al-Fatiha ist eine Säule. Das ist keine Pflicht. Nein, eine Säule ist mehr als eine Pflicht. Genau, die Afkar, Subhanahu Rabbi al-A'la, Subhanahu Rabbi al-Azim zu sagen, das sind Pflichten. Bitte lernt das, liebe Geschwister. Wie wollt ihr euer Gebet korrigieren, wenn ihr nicht wisst, was ist eine Sunna, was ist eine Pflicht und was ist eine Säule? Wenn man das nicht kennt, dann wird man falsche, ungültige Gebete haben. Und dafür wird man zur Rechenschaft gezogen bei Allah. Na, davon. Die Sache bezieht sich darauf, weil ich, weil man das so gelernt hat, dass wenn man im Gemeinschaftsgebet ist und man dann einen Fehler macht und man hat das komplette Gebet hinter dem Imam gebetet, dann hat... Ich habe verstanden, dass ein Teil hinter dem Imam gebetet wurde. Und das ist jetzt nur darauf bezogen, dass man dann nicht die Vergesslichkeitsniederwerfung macht. Also auf jeden Fall. Wenn man hinter dem Imam betet und man hat zum Beispiel nicht alles vergessen, ja? Du betest hinter dem Imam und sagst, oh, der übernimmt schon alles. Ich habe kein Wudu, der macht den schon. Das geht nicht. Ich habe keine Absicht, ich habe auch gar keine Lust, der soll die Absicht machen. Das geht nicht. Warum? Das sind Vorbedingungen für das Gebet. Aber jetzt zum Beispiel, du hast im Gebet statt Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim im Sujud gesagt. Das übernimmt der Imam für dich. Nein, aber nicht alles. Nein, deswegen, wenn man vollständig hinter dem Imam gebetet hat und das da vergessen hast, das wird korrigiert durch den Imam. Aber wenn man alleine gebetet hat, den letzten Teil, dann macht man die Vergesslichkeitsniederwerfung. Allahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, ist die Dua vor Al-Fatiha im Gebet Pflicht? Ist der Dua vor Al-Fatiha Pflicht oder nicht? Dieses ist eine beliebte Handlung, eine Sunna. Wie geht der Dua? Es gibt verschiedene Adria, die man sagen kann, bevor man mit der Surat Al-Fatiha anfängt. Zum Beispiel? سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا اله الا انت ايش بس نو وقضى خلص هذا فلان ايش بيت بس هات كده لما على ديز سوا يا اي معنى هات شوك ليش خوف خوف es gibt auf jeden Fall verschiedene Dinge von der Sunna überliefert geworden sind. Allah Ta'ala ala wa wird gefragt, ob das Unterlassen des Gebetes Kufr ist und was ist, wenn man es aus Faulheit unterlässt? Ist das Unterlassen des Gebetes Kufr und was, wenn man es aus Faulheit unterlässt? In jedem Fall, derjenige, der nicht betet, ist Kafir. Das 100%. Warum? Wer hat diesen Ausdruck benutzt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Frage ist hier nur, großer oder kleiner Kufr, aber das Wort ist Kufr. Das Wort ist Kufr. Das reicht eigentlich für jemanden, der seinen Bogen nicht überspannen möchte. Und die Gelehrten haben einen Unterschied zwischen den Aussagen, dass das großer Kufr ist. Das ist eine Aussage von Imam Ahmad rahmatullah alayhi. Er hat im Übrigen auch eine andere Aussage, dass das nicht Kufr ist. Und viele kennen diese Aussage nicht von Imam Ahmad. Und Jumhur al-Ulama, die meisten Gelehrten sagen, dass dieses nicht aus dem Islam herausbringt. Und das sind die Ansichten von Imam Abu Hanifa, Imam Malik und Imam Shafi'i, rahimullah ta'ala. Das heißt, dass derjenige, der aus Faulheit nicht betet, dass dieser noch ein Muslim, aber ein Fasik ist. Dieser hat das Urteil Fasik. Ich meine, wer weiß im Arabischen, was das Wort Fasik bedeutet? Wallahi, der wird sich das niemals damit zufrieden sein, dieses Urteil für sich zu akzeptieren. Nein, der Vater. Es wird gefragt, ist es möglich, dass man von den Videos
die du gemacht hast, was rausschneidet und dann weiterleitet? Darf man von unseren Videos etwas rausschneiden und weiterleiten? Ja, vorausgesetzt, man macht nicht diese Komödientitel, ja? Wie einer macht, ich weiß nicht, Ausraster von Abu Balak Teil 1, Teil 2, der hat eine ganze Silsila. Oder ein anderer, lach mal mit Abu Balak, irgendwas. Ich meine, subhanallah, sind wir Clowns? Natürlich, wir machen auch Witze mit unseren Geschwistern und dies und das, um es ihnen auch nicht langweilig zu machen. Aber trotzdem, das heißt nicht, dass man hier jetzt irgendwelche Titel nehmen kann und unsere Videos so abändern kann. Es gibt viele komische Titel. Na, deswegen Barakrafikum, dass man immer seriös bleibt, Barakrafikum und Sachen nachher. Fein. Jetzt in Schadenteile beten wir das Gebet. Die Unterrichte sind immer um 20.30 Uhr, liebe Geschwister. Morgen fangen wir mit dem Kapitel an Nikah an über die Heirat in Fiqh al-Ibadat in Schadenteile.